Hallo und herzlich willkommen hier zu dem Spiel 1. FC Emden gegen FC Übach-Palenberg 16 hier am Freitagabend um 18.30 Uhr. Ja, beide Teams sind jetzt nicht so weit oben hier in der Tabelle. Um es zusammenzufassen, sind sie nicht mal unter den Top 10 hier von 16 Mannschaften hier in unserer Liga. FC Übach-Palenberg hat einen einzigen Punkt im letzten Spiel geholt gegen FC Renetopia und der FC Emden ist Vorletzter mit VfB, beziehungsweise sind beide Letzter, FC Emden und VfB Lotte, aber ne? Sie teilen sich den letzten Platz mit der gleichen Tordifferenz von minus 5. Die Frage ist, wird hier ein Team jetzt sich einen Sieg holen oder wird es dabei bleiben? Wir finden es heraus in den nächsten 90 Minuten spannenden Fußball. Und es gibt hier jetzt erstmal schon die erste Ermahnung hier in dieser Partie. Ja, das war unnötig. Das sollte der Referee auch abpfeifen. Zum Glück hat er es auch getan. Also so sollte man nicht in einen Zweikampf reingehen. So, jetzt Bartsch auf Krolle. Haraendo. Ja, auf Linda, Krolle, ja, so wird das aber nichts. Killer jetzt hier, Beckenbauer, der hier wieder über die rechte Seite spielt. Ich weiß nicht, der Trainer hat, ja, und jetzt gibt's hier für Marxer die gelbe Karte. P.Marxer. Ja, jetzt gibt es hier erstmal ein freisches Hu. Schöner Versuch hier, muss man einfach mal so sagen. Das ist der dritte Spieltag. Jetzt Haraendo. Haraendo auf Krolle und da ganz knapp am Tor vorbei. Ja, also. Was wollte ich jetzt sagen? Mist. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Aber egal. Jetzt gibt's hier erstmal den freischießerischen Abstoß. Jetzt Krolle am Ball. Ja, ja. Und der Schiedsrichter pfeift auch diese Aktion ab. Ja, kann man machen. Ist okay. So, Corner am Ball. Stump. Und den haut er erstmal über den Kasten hier. So. Musste kurz überprüfen, ob ich hier alles richtig eingetragen habe. Ja, wir haben den 11.8. 18 Uhr. Ist alles richtig. So, jetzt Bartsch am Ball und Tifchi. Ja, Schlüter. Auf Krolle jetzt hier lang am Ball. Ach ja, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Der Trainer hat, glaube ich, Beckenbauer auf die linke Seite gestellt. Er läuft aber über die rechte Seite. Egal, Lambert ist jetzt auch auf der linken Seite dafür. Ich weiß nicht, was. Beckenbauer bleibt irgendwie nicht immer auf seiner Position. Vielleicht wurde es ihm ja auch einfach so gesagt, dass er die Seite wechseln soll. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. So, Vogel jetzt hier am Ball. Ja, Lambert.
Und Endo jetzt hier. Lindner. Ja, lang kann er den Ball nicht bekommen. Bartsch, Linder. Bartsch jetzt hier lang und es gibt jetzt hier anscheinend den Freischuss hier für, ja, es gibt den Freischuss hier für den ersten FC Emden. Ja, über Palmberg mit 4 Fouls schon hier. Gegen FC Renitopia haben sie sich ja ziemlich gut geschlagen. Also, da hätten sie sogar teilweise einen Sieg verdient gehabt. Aber es hat letztendlich nicht für einen Sieg gereicht. Mal sehen, ob sie hier jetzt gegen den ersten FC etwas besser mit ihrer Chancenverwertung sind. Krolle jetzt hier am Ball. Lindner. Oh nein, Harendo. Und Forrester. Lindner. Ja, lang am Ball. Ja, lang verliert ihn aber. Und Lambert. Aber Forrester wieder am Ball. Harendo. Nee. So wird das nichts. Jetzt hier lang. Bartsch. Lindner. Forrester jetzt hier über Vogel. Lindner, aber es gibt hier nochmal einen Eckball. 37. Minute, Eckball für Übach-Palenberg 16. Ja, Lindner soll diesen hier ausführen. Mal sehen, wie er in die Mitte kommt. Ja, Emden konnte auf jeden Fall den Ball klären. Forrest haut hier erstmal drauf, aber Alfred hat den Ball sehr gut gehalten. Und jetzt wieder Übach-Palenberg mit Marxer am Ball. Lang. Krolle, Marxer jetzt hier lang. Und Harendo, ehemaliger Kickerspieler. Und den haut er erstmal voll auf den Keeper. Und Beckenbauer jetzt hier. Über der rechten Seite, beziehungsweise geht in die Mitte. Aber Bartsch jetzt hier, Forrester. Und Harendo. Ja, eine Minute Nachspielzeit gibt's hier. Und ja, das war's. Erste Hälfte ist rum. Emden und Übach-Palenberg trennen sich mit 0:0 zur Halbzeit. Mal sehen, wie es weitergeht. Ja, Übach-Palenberg dominiert hier die erste Hälfte, beziehungsweise in der ersten Hälfte ganz klar. Und hätten hier auch eine Führung verdient. Lang jetzt hier am Ball. Ja, lang. Und ja, so wird das nichts. Jetzt hier aber Marxer. Flanke in die Mitte. Krolle. Krolle am Ball. Krolle zieht hier in die Mitte, aber nein. Jetzt Killer. Und hey, Beckenbauer auf seiner Seite. Nämlich links. Und jetzt Forrester. Auf Vogel. Ja, Vogel jetzt hier auf Harendo. Vogel jetzt hier. Krolle bekommt den Ball und an den Pfosten. Da trifft er den Pfosten und es steht hier immer noch 0:0. Meine Güte, was ist denn das hier? So wird das nichts hier. So, jetzt kurz ausgeführter Abstoß. Ja, weit nach vorne gehauen, aber über Palmberg wieder hier mit dem Ballbesitz. Moos. Auf Forrester, hier Harendo. Auf Vogel, Vogel. Ja, Forrester. Und es gibt jetzt hier einen Einwurf für Übach-Palenberg. Der wurde hier recht schnell ausgeführt. Forrester. Aber nein. Bartsch jetzt hier. Vogel hier auf Krolle.
Ah, so wird das nichts, aber den haut der am Tor vorbei. Der Mann mit der Nummer 30. Hatte da eine ziemlich gute Position. Ah, da hat nicht viel gefehlt. Da hat nicht viel gefehlt und der Ball wäre drin gewesen. Und Haller Endo geht jetzt hier raus, für ihn kommt Kiel Gomez. Ja, 1:9 Torschüsse, also. Es fehlt hier bei Jubach-Palenberg wirklich an Konzentration. Weil sie bekommen ja genug Chancen, aber sie treffen letztendlich nicht. Der Abschluss ist einfach zu mager und deswegen haben sie bis jetzt auch noch kein einziges Tor hier in der zweiten YouTube-Bundesliga geschossen. Killer jetzt hier mit einem sehr, sehr schönen Hackenpass. Jetzt hier Beckenbauer über der rechten Seite. Und Vogel. Bartsch. Und Bauerfeld. Ja, Schlüter. Zurück zum Torwart. Und Bartsch hier auf Moos. Ja, Lambert hat jetzt den Ball. Nein, Freistoß. Der Schiedsrichter pfeift hier diese Aktion ab und es gibt Freistoß für die Gäste. Und Beckenbauer geht runter, für ihn kommt Kaufmann. Muss kommt drauf für Lambert. Jetzt Popa, jetzt hier von über Palenberg lang auf Marxa. Jetzt hier Krolle und der Keeper war da. Ja, natürlich ist das hier zu wenig hier von Übach-Palenberg. Jetzt hier Krollo und da ist das 1:0. Es hat hier auch ziemlich lang gedauert, meine Güte. Meine Güte. Das hat hier richtig lang gedauert. Aber Übach-Palenberg geht jetzt hier verdient in Führung. Man muss auch einfach sagen, es war nur noch eine Frage der Zeit, wann sie jetzt hier auch letztendlich in Führung gehen. Und es ist geschehen. Die Fans wurden von ihrem Leiden erlöst. Endlich dürfen sie jubeln. Und da gehen sie in Führung. In der 80. Minute. Macht Krolle hier das 1:0 für Übach-Palenberg. Dass ich das nochmal erleben darf, das hätte ich nicht erwartet. Aber egal. Sie haben jetzt endlich dieses Ergebnis, was sie die ganze Zeit wollten. Und können es jetzt sogar noch ausbauen. Kiel Gomez. Lang. Auf Marxa. Ja, es gibt hier jetzt einen Eckball hier für Übach-Palenberg. Und jetzt wollen sie richtig aufdrehen. 86. Minute. Lang mit dem Eckball. Ja, Lang bekommt dann wieder den Ball. Lang hat immer noch den Ball. Popa. Ja, alles legitim. Killer am Ball. Ja, auf Stump. Und jetzt hier vielleicht nochmal der SFC Emden. Flanke in die Mitte. Nein. Kiel Gomez. Krolle. Stump jetzt hier auf Killer. Ah, da gibt es hier einen Freistoß. Und wahrscheinlich eine Karte. Nee, keine Karte hier für Popa. Aber es gibt hier diesen Freistoß. Das wäre die zweite gelbe Karte hier für Popper in dieser Saison gewesen. Aber nein, der Schiedsrichter lässt es hier bei ein paar ernsten Wörtchen. Ja, jetzt Kaufmann hier. Flanke in die Mitte. Muss und nein.
Über Palmberg 16 besiegt den ersten FCM mit 1:0. Ganz, ganz spät hier dieser Treffer. Aber verdient. Ich würde einfach mal sagen, das wäre es von meiner Seite aus. Wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Ciao Leute, schaut rein.